Auf Einladung des Bioinnovation Park Rheinland e.V. trafen sich im Herbst 2021 Vertreter aus Wissenschaft und Praxis zur Fachveranstaltung Woody. Dr. Ralf Peterkort aus dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen berichtet in seinem Vortrag über die Verfügbarkeit und mögliche Anwendungsgebiete des Rohstoff Holz. Viel Spaß dabei! Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Ich freue mich besonders, bei Ihnen zu sein. Ich habe mit der Ministerin etwas gemeinsam. Ich bin oft in der Region, weil ich wohne in Rheinbach, Herr Banken. Ja, und Sie laufen ganz oft an meinem Haus vorbei, ohne mich je wahrgenommen zu haben. Das hoffe ich. Das ist aber auch so, als Jäger weiß ich, und das ist auch gut so, der Fuchs kann nicht alle Hasen kennen, aber alle Hasen kennen den Fuchs und wir kennen natürlich unseren Bürgermeister, was ja klar ist. Gut, ja, mein Vortrag ist jetzt schon an der Wand, das freut mich sehr. Und erlauben Sie mir noch ein Wort, bevor ich wirklich mit ihm beginne. Kann ich mit dem eigentlich umschalten? Ja, wahrscheinlich. Ich bin ja Rheinbacher, dementsprechend habe ich die Flut erlebt. Und ich kann Ihnen sagen, Klimawandel ist Mist. Ja, und wir haben die verdammte Aufgabe, ihn zu stoppen, mit allen Möglichkeiten, die sich uns bieten. Und für mich ist der Werkstoff Holz eine wirkliche Waffe gegen den Klimawandel. Und die dürfen wir nicht aus der Hand legen, sondern müssen sie klug und innovativ verwenden. Das steht sozusagen auch in meinem Vortrag. Gut, dann schauen wir mal, ob das weitergeht. Wo stehen wir? Wo kommen wir her? Ist, glaube ich, mal ganz wichtig zu wissen, wie das gewesen ist. Waldgeschichte, Forstgeschichte. Ist ein bisschen langweilig für die meisten, aber ich halte es für wichtig. Und Sie sehen schon, 12.000 vor Christus, ja, die Eiszeit war vorbei und die ersten Jäger und Sammler gingen da durch die Kältesteppe. Quatsch, waren natürlich keine Jäger und Sammler, ne? Das waren Holzwirte, Holznutzer. Die hatten nämlich Holzspeere und Weidenkörbchen, die sie sich aus Weidenholz gebastelt hatten. Und man kann nur jagen und man kann nur sammeln, wenn man weiß, wie man mit Holz umgeht. Beobachten Sie mal unsere nächsten Verwandten, die wissen das auch und tun es auch. Und so geht es dann weiter über die verschiedenen Phasen. Und ab und zu, wenn Sie durchlesen, ich will es nicht vorlesen, werden Sie feststellen, Holznot. Es gab Holznot. Schon zu Zeiten der Römer gab es Holznot. Lokal. Köln hatte kein Brennholz mehr. Musste versorgt werden aus dem Hunsrück. Ja, ganz innovativ waren die Römer und haben Wasserkraft genutzt und haben die Mosel und den Rhein genutzt. Wir haben gerodet. Ja, das Land war schon dicht besiedelt. Und im Laufe der Zeit haben wir eben immer weiter den Werkstoff Holz nach unseren Anforderungen verwendet und nach unseren Anforderungen benutzt. So sieht das heute aus. 32% des Waldes oder des Landes Deutschland sind bewaldet, 27% Nordrhein-Westfalen, das könnte ein bisschen mehr sein. Arbeiten wir vielleicht noch dran. Und dieser Wald hat eben seine Geschichte. Dieser Wald ist ein genutzter Wald. Es gibt keinen Urwald in Deutschland. Ja? Jeder Quadratmeter Wald ist schon mal von irgendjemandem genutzt worden. Irgendwann. Und das sieht man schön auf den alten Stichen. Jede Generation hat ihren eigenen Weg gehabt, Holz zu verwenden. Und letztlich war der Wald zerstört am Ende des Mittelalters. In der Neuzeit, Holznot war gang und gäbe. Und Sie sehen auch auf diesem Stich, ja, steht da nicht mehr so wahnsinnig viel um die Stadt herum. Und die Leute klauben alles zusammen, was nur irgendwie zu klauben ist. Und die Bäume, die da noch stehen, sind ja eigentlich schon fast kein Wald mehr, sondern auch viele Solitäre, die irgendwo alleine in der Landschaft stehen. Ja. Und dann die zwei großen Kriege, die uns im Endeffekt den schönen Wiederaufbau unseres Waldes wieder zerstört haben. Aber es war damals schon eine gemeinschaftliche Aufgabe, Wald wieder aufbauen zu helfen. Ja, und wir haben die Pflanzfrauen dann verewigt auf unserem 50-Pfennig-Stück. Die Älteren von ihnen haben es alle in der Hand gehabt. Den anderen rate ich, sich eins zu besorgen. Ist einfach eine schöne Münze, wenn sie noch eine kriegen, und zeigt, wie eng wir an den Wald gebunden sind. Ja, das ist nochmal das Schema, wie ist es gelaufen mit dem Wald und den Menschen. Am Anfang, 600 nach Christus, ganz viel Wald, aber auch schon ganz viel Wald weg, aber noch ganz wenige Menschen. Und dann hat sich der Wald, ja, immer mehr verabschiedet, bis es zur großen Pest kam. Da ist er wieder mehr geworden. Menschen sind weniger geworden, Wald ist zurückgekommen. Dann gab es die kleine Eiszeit, den Dreißigjährigen Krieg, und man sieht immer wieder diese Einbrüche bei den Menschen, und man sieht auch dieses,
ja, im Endeffekt dieses ja, Verändern des Waldzustandes. Und dann eben jetzt die große, ja, Veränderung. Plötzlich gibt es über 80 Millionen Menschen in Deutschland, Nordrhein-Westfalen 18 Millionen, und wir haben verdammt wenig Wald. Aber wir haben es geschafft, diesen Wald zu halten. Wir liegen eben konstant bei 30% Wald. Ja? Und versuchen, diesen Wald auch tatsächlich für die Menschen zu erhalten und entsprechend zu verwenden. Aber es ist schwer. Und es ist klar, eigentlich leben wir in einer Waldnot, bezogen auf die Anzahl an Personen. Das war ganz anders vor 1400 Jahren. Ja, wie sieht dieser Wald aus? Er besteht aus verschiedenen Baumarten. Ich will gar nicht näher darauf eingehen. Ist auch in jedem Land so ein bisschen anders. Kiefer, Fichte, Lärche, all diese Nadelbäume kennen Sie, Laubbäume, die wir auch haben. Im Deutschland-Schnitt sehen Sie überwiegend tatsächlich Fichte und Kiefer. Und die einheimischen Laubbaumarten stehen etwas zurück. Und wem gehört der Wald? Ja, tatsächlich Waldeigentümern. Ganz vielen Privatwaldbesitzern. Ja, die bilden die klare Mehrheit. Auch in Nordrhein-Westfalen, besonders in Nordrhein-Westfalen. Aber auch das Land, die Kommunen, ein bisschen gehört auch dem Bund. Aber letztlich sind es eben alle Privateigentümer und auch die Länder und auch der Kommunen, die von diesem Wald auch leben müssen. Das hat auch was mit Ökonomie zu tun. Das ist auch nicht schlimm, sondern gut. Wir haben einen Holzvorrat von 3,7 Milliarden Kubikmetern, das ist verdammt viel. Und wir haben 336 Quadratmeter Holz pro Hektar. Das ist auch viel. Der Wald ist jung. Einmal hier links die Laubbäume, rechts die Nadelbäume. Und Sie sehen, wir haben so einen Überhang in den jüngeren Altersklassen. Irgendwie ab Alter 40 bis Alter 100 ist das alles ein bisschen viel. Wir haben wenig alten Wald, siehe Kriege und Übernutzung. Und wir haben auch vergleichsweise wenig jungen Wald. Wir stehen eigentlich im Moment zumindest in so einer Mittelstufenphase, wo unser Wald hoffentlich älter werden könnte, wenn jetzt nicht der Klimawandel kommt. Der Wald ist ungleichmäßig verteilt. Sehen Sie sehr deutlich in Nordrhein-Westfalen. Sie sehen, welche großen Ballungsgebiete wir haben, und Sie sehen auch, dass von diesen natürlich auch ein Druck in den Wald ausgeht. Und dieser Druck zeigt sich, ja, wenn Sie durch den Wald laufen, eigentlich jeden Tag. Im Rheinbacher Wald erlebe ich das ständig. Der Herr Banken ist oft da mit seinem Hund oder seiner Familie. Ne, andere Erholungssuchende auch, mal mit dem Fahrrad, mal zu Fuß. Die Leute wollen Holz machen, es gibt Jäger, die da jagen wollen. Er liefert uns Luft, er liefert uns Wasser, er liefert uns Erholung. All das, was wir brauchen, kriegen wir vom Wald. Und die Idee ist, in Deutschland gut entwickelt, wir machen das alles auf der gleichen Fläche. Multifunktional. Warum auch nicht? Wir schützen auch die Biodiversität, obwohl wir mit dem Fahrrad durch den Wald fahren. Das können wir schaffen. Und wir schützen sie auch, indem wir Holz ernten. Wenn wir es vernünftig machen, nachhaltig machen. Ja, die Idee der Nachhaltigkeit, die kennen Sie sicherlich. Ganz wichtig ist mir hier auch der Punkt Nummer 4, eben auch die Verbesserung und den Erhalt der biologischen Vielfalt. Ohne den geht es nicht. Wir haben drei Säulen. Es ist nicht nur Ökonomie, sondern es ist auch Ökologie und es ist eben auch die gesellschaftliche Komponente, die der Wald zu erfüllen hat. Und nur wenn ich alle drei Säulen, und ich betone das Säulenmodell, wirklich verwende, dann habe ich hier ein vernünftiges Fundament, auf dem ich tatsächlich Holzwirtschaft, Forstwirtschaft machen kann. Ja, wo geht's hin? Was bringt die Zukunft? Wir haben ein bisschen zurückgeguckt, auch klassische Rauchschäden. Totgesagte leben länger, das ist das Waldsterben oder die neuartigen Waldschäden, wie wir sie auch nennen. Das Artensterben, ganz wichtig, denken Sie jetzt gerade wieder an meinen Punkt Nummer 4. Und natürlich der Klimawandel, der sicherlich ja, die größte Herausforderung von allem ist. Ja, Rauchschäden, neuartige Waldschäden, diese Bilder kennen Sie, wenn Sie etwas älter sind. Ich kann mich auch gut daran erinnern, das war der Grund, warum ich überhaupt Forstwirtschaft studiert habe. Jung, mit ja, Elan, das muss man irgendwie ändern, da muss man irgendwas tun. Also habe ich Forstwirtschaft studiert. Und im Endeffekt sind es Schwefeldioxid und Stickstoffemissionen, das wissen Sie, aus Industrie, Landwirtschaft, Verkehr, die da den Wald belasten und die führen lokal oder auch überregional zu Bodenversauerung oder eben auch zu direkten Blatt- und Nadelschäden. Und diese Schäden sind zwar gut bekämpft worden, Stickstoffdioxid gibt es kaum noch, aber die Schwefeldioxid gibt es kaum noch in unserer Atmosphäre, aber die Stickstoffemissionen sind immer noch hoch. Und dieser Faktor, den wir
neuartige Waldschäden genannt haben in den 80er Jahren, Waldsterben genannt haben, der ist noch nicht weg. Der ist noch da. Und wir erleben gerade eine Bodenversauerung durch die Stickstoffemissionen, die es zu bekämpfen gilt. Spannend finde ich übrigens auch, die ersten Meldungen stammen eben aus der Zeit Christi Geburt. Also 2000 Jahre her ist das schon bekannt, dass es da solche Rauchschäden geben kann, wenn man Schwefeldioxid freisetzt. Das wussten die Römer schon. Gelernt haben wir leider in den 2000 Jahren offensichtlich zu wenig daraus. Artensterben. Da gehe ich jetzt nicht auf den Wolf ein oder die Wisente oder sowas, nicht? Oder den Luchs oder irgendeine andere populäre Art, sondern auf die Mykorrhiza. Wir Förster sagen, Bäume haben überhaupt keine Wurzeln, sondern Bäume haben Mykorrhiza. Und Sie sehen hier zwei Bilder, nämlich einmal eine Wurzelspitze mit Mykorrhiza und einmal eine ohne. Und Sie können unschwer erkennen, welche Wurzel die größere Oberfläche hat. Und die Wurzel, die die größere Oberfläche hat, nämlich die linke, die kann mehr Wasser aufnehmen, die kann mehr Nährstoffe aufnehmen. Da kann der Baum besser wachsen, da kann die Pflanze besser gedeihen. Das heißt also, wenn wir die Mykorrhiza verlieren, Artensterben, sind unsere Bäume nicht gleich tot, aber sie sind geschwächter. Und das gilt für das gesamte Ökosystem. Darum finde ich gerade dieses Zusammenspiel zwischen Baumart und Mykorrhiza besonders eindrucksvoll. Und Sie sehen all die Funktionen, die so eine Mykorrhiza dann haben kann. Nährelemente, Nährstoffaufnahme, Schutz vor Schadstoffen, aber auch Schutz vor Frost. Was haben wir noch? Die Abwehr bodenwürdiger Schaderreger und tatsächlich auch das Anregen an eine Anregung des Pflanzenwachstums. Das alles kann die Mykorrhiza, und wenn sie vorhanden ist und gesund ist, funktioniert das toll. Wenn sie nicht da ist, funktioniert es überhaupt nicht mehr oder deutlich schlechter. Dann sterben uns die Bäume bei Trockenheit auch schneller ab. Klimawandel. Da ist für mich erstmal wichtig, Ihnen die CO2-Konzentration zu zeigen. Diese Abbildung finde ich fantastisch, weil sie Ihnen zeigt, seit 800.000 Jahren war mehr oder weniger dieser CO2-Anteil in der Atmosphäre konstant. Ja, er schwankte irgendwo zwar schon etwas, aber er überschritt die 300 eigentlich nie oder sehr selten. Und selbst wenn er sie überschritten hat, meist nur sehr kurzzeitig. Und Sie sehen diesen schönen Wechsel von Warm- und Eiszeiten. Und Sie sehen auch jetzt, wo wir stehen. Ja, die Gegenwart, Present. Ja. Wobei das schon Quatsch ist, denn dieses Present ist schon Vergangenheit. Wir stehen schon viel höher, nämlich bei 420 ppm. Und darum ist das auch das Problem mit der Klimaneutralität. Wenn wir die erreichen im Jahr 2045 oder Jahr 2050 oder wie die Chinesen 2060, dann haben wir 460, 480 ppm in der Atmosphäre. Ich glaube nicht, dass wir mit dieser Konzentration wirklich leben wollen. Wir müssen die CO2-Konzentration wieder abbauen. Neutralität reicht gar nicht, wenn man ehrlich ist. Neutralität ist tatsächlich zu kurz gesprungen. Wie wirkt sich das aus? Na ja, klar, das wissen Sie, mit Temperaturerhöhung. Und dummerweise liegen wir auch noch auf der Nordhalbkugel. Das heißt, unsere Region erwärmt sich deutlich schneller als der Rest der Welt. Darum liegen wir schon bei 1,6 Grad. Das 1,5 Grad Ziel ist für uns gar nicht mehr zu erreichen, wenn wir ehrlich sind. Das 1,1 Grad Ziel oder die Welt 1,1, vielleicht schaffen wir 1,5 weltweit. Aber für uns bedeutet das, wir liegen schon dann deutlich über diesen 1,5 Grad. Das kann man sehr schön sehen. Hier sehen wir einfach mal die Temperaturverteilung. In Deutschland Durchschnittstemperaturen seit 1881 vom Deutschen Wetterdienst aufgenommen und gemessen. Und Sie sehen den linearen Anstieg, den Sie gerade schon gesehen haben. Sie sehen, meine Jugend habe ich mal grün eingezeichnet. Das war 61 bis 1990. Da hatten wir schon 8,2 Grad Durchschnittstemperatur. Ich habe gelernt, 7,5 wäre die Durchschnittstemperatur. Die Lehrbücher haben ein bisschen hinterhergehangen offensichtlich. 8,2 Grad waren es schon. Und jetzt habe ich Ihnen mal die Temperatur meiner Kinder, der Jugend meiner Kinder eingezeichnet, ihrer Kinder möglicherweise oder ihrer selbst, ihrer Jugend, und sie liegen schon bei 8,9 Grad. Also innerhalb einer Generation schon 0,7 Grad wärmer. Und wenn Sie sich dann anschauen, das 2-Grad-Ziel, 9,5 Grad anstatt 7,5, ja, gab es früher schon, alle, die nicht an den Klimawandel glauben, ihr habt recht, tatsächlich 1934 gab es schon mal 2 Grad mehr, wurde 9,5 erreicht. Aber eben nur einmal in 100 Jahren, nämlich von 1881 bis 1990 nur einmal. Seit 1989 schon 17 Mal. Das ist der Klimawandel. Und dann brauchen wir uns nur die letzten 3 Jahre angucken, die wärmsten waren. Und das ist noch der Anfang. Das geht so weiter.
Solange wir es nicht schaffen, die CO2-Konzentration wirklich wieder abzusenken, wird die Temperatur weiter ansteigen. Schöne Aussichten. Was wird sich ändern? Die Temperatur habe ich Ihnen gezeigt. Der Niederschlag wird sich auch verändern, aber eben auch die Niederschlagsverteilung. Das ist wichtig, haben wir am 14. Juli lernen müssen. Der Niederschlag war gar nicht so schlimm, wenn er über den ganzen Monat gefallen wäre, aber nicht in 9 Stunden. Das konnten die Systeme nicht packen. Witterungsverlauf, Extreme, das Wetter wird extremer. Und die Länge der Vegetationsperiode verändert sich. Das ist gut für unsere Bäume, die wachsen vielleicht schneller, aber vielleicht auch gut für Schädlinge, die auch einfach früher da sein können. Und für das Ökosystem eine Katastrophe, weil einige werden sich anpassen können, andere nicht. Was verändert sich nicht? Das vergessen ganz viele Leute. Und das ist ein großer Fehler, das zu vergessen. Es verändert sich nämlich nicht die geografische Lage. Rheinbach bleibt, wo es liegt. Wir verändern uns nicht. Wir bleiben in Rheinbach. Und das bleibt tatsächlich auf der Nordhalbkugel. Das bedeutet, wir haben weiterhin einen Jahreszeitenwechsel. Sie werden Winter haben. Auch wenn die Durchschnittstemperatur ansteigt, werden Sie weiter Winter haben. Wenn Sie Pech haben, auch ziemlich harte Winter. Da kommt wieder ein Jägerspruch. Wenn Sie einen Hasen schießen und die schießen vorne vorbei oder sie schießen hinten vorbei, ist er im Mittel tot. Trotzdem haben Sie ihn nachher nicht. Und das ist mit der Durchschnittstemperatur genauso. Und die Tageslänge bleibt konstant. Für all diejenigen, die glauben, wir würden zukünftig unsere Lebensmittel irgendwo in der borealen Nadelwaldzone anbauen, nein, das werden wir nicht tun, weil es da 6 Monate dunkel ist. Da wächst nichts. Modellvorstellung. Das ist die klassische Modellvorstellung, die Sie alle vom Klimawandel haben. Es wird wärmer im Durchschnitt. Gaußsche Glockenkurve und Sie sehen die Extreme, kalt und warm. Und jetzt verschieben wir das Ganze um 2 Grad von mir aus und Sie sehen, es wird wärmer. Und kalt wird es gar nicht mehr sein. Das ist die Dummheit, wenn man glaubt, es ist im Mittel wärmer. Wenn man nur an den Mittelwert denkt. Das ist falsch. Extreme werden extremer. Das zweite Modell, also das ist Quatsch. Das zweite Modell, dieses hier, Zunahme der Streuung. Das würde nämlich bedeuten, Extreme werden extremer. Das bedeutet, beide Seiten, links und rechts, nimmt zu. Und Sie sehen, naja, im Mittel wird es gleich warm bleiben. Das kann auch nicht sein. Ne? Auch das Modell ist falsch. Blödsinn. Also kombinieren wir beide Modelle mal miteinander. Erhöhen die Temperatur und erhöhen die Streuung. Also die Extreme werden extremer. Und Sie sehen, ah, jetzt passt es, hoffe ich zumindest ansatzweise, alle Modelle sind falsch, aber Sie sehen, wir bleiben im Kalten verhaftet, das heißt, wir bleiben beim Jahreszeitenwechsel, es bleibt Winter. Oh Gott, wer hätte das gedacht? Es wird nicht wärm im Winter. Und es wird auf der anderen Seite, ja doch, wärmer, heißer, der Mittelwert verschiebt sich auch, aber Sie sehen auch, die Fläche unter der Kurve, die jetzt rot ist, ist viel größer als im ersten Modell. Das Problem ist also dadurch, dass die Streuung noch zunimmt, noch mal größer als allein durch die Temperaturzunahme. Ja, das haben wir gerade gesehen, wachsende Naturgewalten. Ja, das nimmt einfach zu. Behalten Sie die Grafik mal im Hinterkopf. Das ist ja auch erst der Anfang. Für den Wald, was passiert? Wir haben eine klimatische Zusammensetzung unseres Waldes, die wird sich verändern, weil das Klima sich verändert. Und das heißt, wir müssen mit schwersten Störungen rechnen. Unsere Biozönosen im Wald werden sich deutlich verändern. Extreme Witterungseignisse werden extremer, Gleichgewichtszustände werden kollabieren, auch in naturnahen Wäldern. Gruß an Herrn Wohlleben, er hat keine Ahnung. Schadorganismen reagieren am schnellsten, da sie direkt und indirekt gefördert werden. Einmal, weil sie einfach von der Temperatur profitieren und einmal von der Schwächung ihrer Wirtspflanzen. Und darum können sie besonders effektiv zuschlagen. Und wir können das Ganze als eine ökosystemare Neubewertung der Waldwirtschaft und auch der Forstwirtschaft betrachten. Invasive Schadorganismen werden zunehmen, einheimische Schadorganismen werden zunehmen und es wird zu dynamischen Anpassungsprozessen kommen, die immer wieder neue Gleichgewichtszustände erzeugen werden, bis wir irgendwann das Klima stabilisiert haben. Und bis wir das geschafft haben, werden wir immer wieder Anpassungsmaßnahmen ergreifen müssen. Walderhalt wird ausgesprochen schwer werden. Ja, das sehen wir schon. Waldschäden in Nordrhein-Westfalen, ganz schnell. Klimawandel ist angekommen. Sturmtief Friederike, 18.01.2018, Sie erinnern sich, wir haben die Dürresommer hinter uns gehabt. Wir haben 40 Millionen Kubikmeter Schadholz erleben müssen im Jahr 2018 bis 2021. 50% unserer Baumart Fichte ist in der Zwischenzeit abgestorben und weg. Wir müssen 85.000 Hektar wieder bewalden. Das sind ungefähr 9% unserer Waldfläche insgesamt. Das ist auch noch nicht vorbei. 10%, damit können Sie rechnen oder vielleicht auch mehr.
Also, innerhalb von 3 Jahren haben wir eine Baumart nahezu verloren. Und das sehen Sie hier, Fichten-Schadholzanfall, das ist in ganz Europa der Fall. Und Sie sehen diese wahnsinnige Dynamik. Und tatsächlich, Sie sehen am Anfang, das sind die Zahlen aus dem Ende des Krieges, da gab es schon mal eine große Borkenkäfer-Massenvermehrung, darüber wurden Bücher geschrieben. Das war Pillepalle im Vergleich zu dem, wo wir jetzt stehen. Und wenn Sie jetzt an die Naturgewaltengrafik denken, ist die schon verdammt ähnlich, ne? Ja, was ist zu tun? Jetzt kommen die Heilsbringer. Den einen kennen Sie? Nichts. Natur heilt sich selbst, sofern die Natur denn krank ist. In diesem Zusammenhang, Herr Banken, Sie sind Gott sei Dank nicht von dieser Partei, habe ich feststellen müssen, man holt sich diesen Heilsbringer auch in den Rheinbacher Forst, um sich beraten zu lassen. Zumindest einige Ihrer Ratsherren haben das wohl getan. Ich bin entsetzt. Ja, wenn Sie sich fragen, was Herr Wohlleben mit einem Kamerun Schaf gemeinsam hat, würde ich antworten, beide haben die Fähigkeit, Wald zu vernichten. Oder versus, wir haben eine andere Strategie, wir bauen Wald aus klimaanalogen Gebieten an. Das heißt, wir suchen uns eine Region, wie zum Beispiel hier, das Beispiel habe ich extra gewählt, da oben ist der Bienenwald. Kann ich hier eigentlich was zeigen? Ist das ein Punkt? Nee. Da oben ist der Bienenwald, ein schönes Laubwaldgebiet. Da liegt es. Und wie wird das Klima zukünftig sein? Also in 100 Jahren, wie an der Adria. Ne? Und da fahren wir jetzt mit so einem Zug, tok, 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 dahin, gucken uns das an, was wächst denn da Schönes, nehmen das mit und dann werden wir oben im Bienenwald plötzlich Adria-Klima haben. Wer glaubt das denn? Ne? Also erstens liegt die Adria deutlich weiter südlich und zweitens fehlt uns hier oben irgendwie die Adria. Oder? So wird es ja wohl nicht werden. Also auch dieses Modell, diese Vorstellungen sind falsch und zwar grundlegend falsch und verharmlosen das Problem Klimawandel. Was müssen wir tun? Welche Baumart hat Zukunft? Also es nutzt gar nichts, nur autökologisch zu gucken, also welche Baumart ist es, sondern wir müssen das ganze Ökosystem betrachten. Wir müssen synökologisch denken. Wir müssen das gesamte Ökosystem im Klimawandel stützen. Klima, Boden, Bodeneigenschaften, Nährstoffversorgung, Wasserhaushalt, Biodiversität, all das muss zusammenpassen. Die Bäume, die wir anpflanzen, müssen das Ökosystem tolerieren und sie müssen sich, ja auch müssen sie auch toleriert werden. Ja? Und natürlich gibt es auch die Nutzungsanforderungen der Gesellschaft, die dürfen wir doch nicht vergessen. Wir sind 83 Millionen und wir werden Holz brauchen, dringend. Wer streut, rutscht nicht, also wir bauen Mischbestände auf. Das ist jetzt wichtig für die Holzwirtschaft. Nadelbäume werden abnehmen. Wir werden mit Naturverjüngung arbeiten, wir werden Saat machen, wir werden pflanzen müssen auf den Flächen, die kahl gefallen sind. Wir werden einheimische Baumarten verwenden. Das ist die erste Priorität. Warum denn nicht? Die einheimischen Baumarten. Können die sich denn nicht anpassen? Haben wir nicht die Möglichkeit, epigenetische Effekte zu haben? Müssen wir von Altbäumen auf Jungbäume schließen? Nein, ich glaube nicht. Es ist falsch. Die Jungbäume haben ganz andere Eigenschaften, wenn sie unter anderen klimatischen Bedingungen aufwachsen. Und das sollten wir nutzen. Das bedeutet aber auch, alte Wälder können wir nicht stilllegen, sondern wir müssen sie verjüngen. Wir müssen sie abnutzen und verjüngen, damit tatsächlich eine junge Generation aufwachsen kann, die sich anpassen kann. Zweitens, nicht einheimische Herkünfte, einheimische Arten. Heißt, wir bauen Buchen an, die vielleicht jetzt im Schwarzwald wachsen. Oder in Südfrankreich, aber noch die gleiche Art, aber mit einem anderen genetischen Ausgangsmaterial. Und natürlich müssen wir auch noch Alternativbaumarten aus der Welt suchen, die schnell wachsen, die an den Klimawandel gut angepasst sind. Die müssen wir jetzt nicht sofort alle anbauen. Wir müssen den Wald nicht vollständig austauschen mit Baumarten von der Adria. Sondern wir müssen diese Baumarten aber testen. Wir müssen ihr Potenzial testen. Wir müssen gucken, wie passen sie in unsere Ökosysteme? Wie können wir sie vernünftig in die Ökosysteme integrieren? Was brauchen sie auch in diesen Ökosystemen? Sonst wird es nicht funktionieren. Forschungsbedarf ist da gefragt. Ja, und Assisted Migration ist das Stichwort für mich. Alle Biologen und Naturschützer kriegen jetzt die Panik. Ich finde, das kann auch niedlich aussehen. Und wir unterstützen einfach, dass da Arten zusammenkommen, die vielleicht zukünftig auch zusammengehören. Das sollten wir aber nicht blauäugig machen, sondern wirklich mit hohem wissenschaftlichen Standard. Ja, die Möglichkeiten, Klimaschutz zu betreiben, die kennen Sie alle. Ich muss, glaube ich, zum Ende kommen. Ich habe schon viel zu lange geredet. Wichtig ist links oben wieder Aufforstung. Aufforstung, nutzen. Ja.
Und das ist der Weg des Holzes, der aufgeführt worden ist, mal von Herrn Schulze, jetzt 2021. Ich finde die Grafik gut. Sie zeigt ganz viel. Sie zeigt, was der Wald macht. Man zeigt, was aus dem Holz werden kann. Wir haben einen Waldspeicher, wir haben einen Holzproduktspeicher. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit, stoffliche und energetische Substitution zu betreiben. Trotzdem ist die Grafik nicht vollständig, denn natürlich fehlt die Bioökonomie vollständig. Das konnte man 2021 auch noch nicht erahnen, dass die fehlen würde. Aber dafür haben wir ja hier jetzt unseren Innovation Park. Ja, ich sage jetzt mal das Wood Valley das der Zukunft. So sollte es zumindest sich entwickeln. Ich bin froh, dass ich hier bin und das begleiten darf. Ja, das werde ich tun, wenn ich darf. So, Klimaschutzleistung des Waldes, habe ich gerade schon genannt. Der Waldspeicher, der Holzproduktspeicher, stoffliche Substitution, Produktsubstitution, energetische Substitution. Und natürlich müssen wir Holz effizient nutzen. Es ist ein unglaublich wertvoller Rohstoff, wenn Sie daran denken, wie wenig wir eigentlich haben. Nur 30% bei 80 Millionen Menschen. Wir brauchen eine kluge Nutzung, wir brauchen innovative Holzprodukte. Innovative Holzprodukte. Weil wir tatsächlich eine Produktsubstitution hinbekommen müssen. Und das Ganze muss möglichst vollständig und langfristig verwendet werden. Wir müssen das CO2 möglichst langfristig binden. Das heißt, wir müssen die zirkuläre Nutzung, wir müssen die Kaskadennutzung, wir müssen recyceln, mitdenken. Und jeder, der ein Holzmöbel hat, muss das auch verwenden und an seine Kinder weitervererben. Das Holzbauhaus, das 100 Jahre gestanden hat, muss nochmal 200 Jahre stehen. Und wenn man das nicht mehr mag, muss man es auseinandernehmen können und ein neues daraus bauen können. Das ist die Idee. Das haben unsere Vorfahren so gemacht. Ja, wenn Sie sich anschauen, die alten Fachwerkhäuser, die es noch gibt, dann werden Sie feststellen, die Balken kommen aus verschiedenen Jahrhunderten. Immer wenn eine Stadt gebrannt hat, dann haben die Leute die Balken, die noch gut waren, vielleicht ein bisschen angekokelt, aber die waren noch gut. Die haben die weiterverwendet. Weil Holz war ein wertvoller Rohstoff. Es war Holznot. Und genau das erleben wir auch wieder. Und darum müssen wir klug mit dem Rohstoff umgehen. Ja, dann gibt es politische Einschränkungen, die im Moment laufen. Die Politik verhält sich im Moment nicht so klug, leider, finde ich. Wir haben die EU-Biodiversitätsstrategie, die eigentlich mal ja, sagt, okay, wir müssen die Biodiversität schützen. Ist richtig, aber ich glaube, es ist jetzt, so wie sie es macht, ein falscher Weg, wenn ich den Klimaschutz außer Acht lasse. Die EU-Waldstrategie, die tatsächlich auch Klimaschutzziele vorsieht, aber eben auf den Wald und den Waldbodenspeicher setzt, anstatt auf den Produkt und den Substitutionseffekt zu setzen. Die LULUCF-Verordnung, die gerade neu gemacht wird im Rahmen dieses Fit for 55-Maßnahmenpakets und die auch dazu führen wird, dass wir Holz weniger verwenden können. Und auch das deutsche Klimaschutzgesetz geht in die gleiche Richtung wie diese LULUCF-Verordnung, nämlich tatsächlich, es wird auf den Wald- und Waldbodenspeicher gesetzt und tatsächlich wird es so sein, aller Wahrscheinlichkeit nach, dass wir Holz weniger nutzen können. Das bedeutet, wir werden Nutzungsverzichte haben in unseren eigenen Wäldern, die wir durch Holzexporte ausgleichen werden. Die EU erreicht als Held ihre Biodiversitäts- und Klimaschutzziele, wenn alles funktioniert. Zumindest erstmal auf den ersten Blick. In Wirklichkeit natürlich nicht, weil im Endeffekt habe ich Leakage-Effekte und die Schäden verursache ich dann eben in der dritten Welt und habe damit im Endeffekt nichts gekonnt. Also sprich, den Tropenwald und den borealen Nadelwald abzuholzen und dort die Biodiversität zu zerstören und damit auch die Klimafunktion dieser Wälder zu zerstören, damit der Rheinbacher Wald nicht genutzt wird, halte ich für falsch. Und ist auch falsch. So, Fazit. Ganz schnell noch. Klimawandel zwingt zur Anpassung der Forstwirtschaft. Unsicherheiten bedeuten für uns, dass wir adaptiv rangehen müssen. Es wird sich etwas verändern, der Laubholzanteil wird sich verschieben. Walderhalt und forstliche Produktion wird grundsätzlich schwieriger werden. Eine große Aufgabe, die da vor uns aufkommt. Und der Erhalt und der Aufbau intakter Wälder und die nachhaltige Produktion des Rohstoffes Holz ist ganz wichtig in dieser postfossilen Wirtschaft und wird entscheidend sein, wie die klimatische Zukunft des Planeten aussieht. Weil tatsächlich mit dem Faktor Holz kann ich CO2 hervorragend speichern. So, was haben wir noch? Die Stabilisierung der Waldbestände ist ganz wichtig. Wir müssen die Biodiversität schützen. Das muss also im Gleichklang sein. Wir müssen Risiko minimieren durch Pflege und Nutzung. Wir müssen strukturierte Mischbestände aufbauen, konsequenten Waldschutz betreiben, konsequente Nutzung der hiebsreifen Bestände machen, also bloß keine Altbestände stilllegen. Das ist das Falscheste, was man tun kann.
Wir müssen die Vorratshöhe beschränken und begrenzen. Das heißt, wir müssen den Waldspeicher nicht maximieren, sondern wir müssen ihn optimieren. Dann haben wir auch die Anpassungsnotwendigkeit in der Holzwirtschaft. Und hier müssen wir tatsächlich den Holzspeicher maximieren, den Holzproduktspeicher maximieren und auch die Substitutionsleistung des Holzes maximieren. Da geht es nicht um optimieren, sondern um maximieren. Wirklich so viel speichern, so viel recyceln, so viel nutzen, wie nur irgend möglich ist, ohne die Biodiversität, ohne den Waldbestand zu überfordern. Und letztlich müssen die politischen Vorgaben, ja, die Klimaschutzleistung von Wald und Holz konsequent fördern und müssen tatsächlich kongruent sein mit dem Biodiversitätsschutzziel und dem Klimaschutzziel. Nur wenn das Hand in Hand läuft, haben wir überhaupt eine Chance. Und darum ist es auch ein Miteinander, das wir realisieren müssen. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich zu streiten, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die optimalen Lösungen finden. Und dafür sollten wir alle einstehen und arbeiten. Und ich glaube, da machen wir jetzt hier schon mal einen guten Anfang, hoffe ich zumindest. Ich freue mich auf den Rest der Veranstaltung. Ich freue mich, dass Sie mir die Zeit gegeben haben, hier zu reden. Und danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, es war nicht zu langweilig für Sie. Vielen Dank. Applaus